Mein Garten macht mir viel Freude und nur wenig Arbeit. Hab ja auch nichts Kompliziertes angepflanzt, aber so ganz kann man die Pflanzen nicht sich selbst überlassen. Deshalb schaue ich regelmäßig nach, ob alles so wächst, wie es wachsen soll. Manchmal finde ich dann einen toten Zweig oder einen Wildwuchs. Da muss die Gartenschere ran. Ja, sehr schön, der Rosenstock, aber ich finde, der hier, der kann weg. Das nimmt der Rose nur Kraft weg, ein Wildwuchs. So, ja, ist besser. Ja, das können wir lassen, das auch. Vor 25 Jahren musste man da auch etwas entfernen, meinen linken Lungenflügel. Krebs war dort entstanden, auch eine Art Wildwuchs. Wie die den aber auf diesen Röntgenbildern entdecken konnten, das ist mir heute noch ein Rätsel. Guten Appetit. Professor, ich mache mir immer noch Sorgen. Ich habe neulich mal wieder meine Patientenberichte durchgesehen von früher und die Röntgenbilder angeguckt. Man sieht ja nichts darauf, nicht? Ich meine, kann man den Lungenkrebs zweimal kriegen? Also mach dir mal keine Sorgen, bei dir ist ja alles in Ordnung. Da haben wir immer wieder nachgeguckt, aber Lungenkrebs kann man zweimal bekommen. Wir sagen immer, ein Lungenkrebs schützt vor dem zweiten nicht. Gerade auch wer viel geraucht hat, kann auch einen zweiten Lungenkrebs bekommen. Deswegen ist immer angesagt Vorsorge und aber auch die Nachsorge bei Patienten mit Lungenkrebs. Also ich müsste mich nicht jetzt nochmal durchleuchten lassen. Ah, durchleuchten, das war mal. Heute haben wir was viel Besseres. Das zeige ich dir mal. Das hat er mir gezeigt. Ein sogenanntes PET-CT. Es kann Tumore darstellen, die nur 5 mm groß sind. Man schluckt dazu eine schwach radioaktive Substanz, sodass man innerlich quasi von selbst leuchtet. Dabei ist die Strahlenbelastung zwar höher als beim Röntgenfilm, aber nicht stärker als bei normalen Röntgenröhren, den CT-Geräten. Die zeigen immerhin noch 1 cm große Tumore an. Um die Strahlenbelastung ganz zu vermeiden, setzt man auch Magnetwellen ein. Mit den neuesten Magnetwellenröhren kann man sogar der Lunge beim Atmen zusehen. Wenn der Arzt nun mit einem dieser Verfahren eine verdächtige Stelle findet, muss er weiterforschen. Er muss eine Gewebeprobe entnehmen, bei einer Bronchoskopie. Einen dünnen Schlauch schiebt man über Mund oder Nase in die Luftröhre und weiter bis in die Bronchien. Die Bronchien sind ein Röhrensystem in der Lunge, das die Luft an die Lungenbläschen verteilt. Der dünne Schlauch leuchtet in den Körper hinein. Gleichzeitig schickt er mit Hilfe einer winzigen Kamera Bilder an einen Monitor. An der verdächtigen Stelle entnimmt nun der Arzt eine Gewebeprobe und holt sie durch den Schlauch heraus. Da bin ich mal froh, dass die Pflege von Rosen einfacher ist. Man kann sie mit eigenen Augen untersuchen und zum Operieren braucht man nur eine Schere oder ein Messer. Ja, da sind sie. Schön, nicht? So schön können Rosen sein, wenn nichts sie stört beim Wachsen.